Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious Sam 4. Gut, bedienen wir uns mal. Was haben wir da? This is Bill Corwin, bringing you Memories of Earth. Here's a message from a fellow broadcaster. I miss normal conversations. Like, hi, Quinn, how are you? Are you having a nice day? What did you have for breakfast? Not, Quinn, I got Orthopus ink all over my uniform. How do I get it out? Or, Quinn, Sergeant Flesher just got eaten by a Gnar, and the evac vehicle's on fire? What do we do? Or, Quinn, the satellite is acting up again. Can you hack it and rewrite the code before the missiles hit our own people? I'd like to be more than just the voice on the radio again. Amen to that, sister. And my sincere condolences to the family of Sergeant Fleischer. Hm. Okay. Endlich. Gut, dann schauen wir, was uns jetzt erwartet. Zeitverzerrer. Der Zeitblase werden Gegner und Projektile massiv verlangsamt. Das ist natürlich auch praktisch. Cool. This looks awesome. What's it do? I believe the artifact was part of the Syrian's research into the properties of time and may have a time dilation effect. So could I use it? In theory, but you must first return it for study. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could use it. Or you could bring it back. Or I could bring it back. Or you could use it. Well, thank you, Professor. Scheiße, verdammt. Tja, von Sam ausgetrickst worden. Okay. Testen wir das Ding jetzt mal. Schöne Errungenschaft. Ah, okay. Gut, ich muss mich orientieren. Warte mal. Danke. Tschüss. Komm, 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 komm. Oh, fuck. Das war's dann nicht so. Okay. Füllen wir uns wieder ein bisschen auf. Hey, Hellfire, who taught you how to fly? Stevie Wonder. Huh. Who's that? Same guy who taught you how to shoot. Mhm. Naja, wahrscheinlich. Okay, wieder zurück. Sehr gut.
hier aber, glaube ich, erstmal alles. Okay. Nächster großer Kampf, wie mir scheint. Ja, alles klar. Ja, wir werden wahrscheinlich von allen Seiten wiederkommen. Wir haben ja noch Sachen, die wir nutzen können. Okay, dann, ja, brauche sowieso nochmal Zeug. Dann nehmen wir das jetzt gleich. Mal schauen, was wir jetzt noch anlocken. Beacon 2 set. Ready to. Hold on. I need to hand out some bullets. So, solange das geht, können wir noch ein bisschen Munition sparen. Alles klar, Zeit des Sparens ist vorbei. Was das? Ich meine, gut, es ist nicht unglaublich viel, viel Platz hier. Stimmt, du hast keinen Dings. Kein Feuermodus. Ich muss sagen, für euch ist es super effektiv. Na, waren doch noch nicht alle. Autsch. Du wechselst leider nicht zurück. Oh. Gut, ich brauche dringend wieder Munition. Die Erinnerung, dass das Spiel so mit Munition geizt. Sam, I can't raise Jones. It might be a comms malfunction, but. Can you pinpoint his beacon? Beacon. Yes, it's in the amphitheater, but it seems to be mobile. I'll check it out. I'm done as well. I can help you. Negative. I got this. Kenny, you get out of here. Okay. Na, wahrscheinlich hat den irgendwas gefressen. Also entweder Jones und oder den Beacon. Oder den Bacon. Wahrscheinlich hat es für Bacon gehalten. So, ja gut, stimmt. Raketenwerfer wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Weiter geht's.
Aha, danke. Hier gibt es wieder Nachschub. Was aber eben auch darauf schließen, dass gleich wieder Gegner kommen. Hey, cool. Ja, ich meine, ihr lohnt euch auch echt für, oder es lohnt sich bei euch echt mit den Kopftreffern. Okay. Du willst Nahkampf? Nahkampf kannst du natürlich auch haben. Cool. Oh, das hat sich echt gelohnt. War es nicht so schlimm? Gerade der Raketenwerfer hat sich halt echt gelohnt. So, Muni, Muni, Muni. Ich glaube, da können wir nicht mehr allzu viel erkennen. Leider. Okay. Oh, von hinten auch noch, oder wie? Ah, das sind das Homing Missiles. Da wir die Raketen gerade voll haben. Ja, die sind tatsächlich irgendwie am Zielen. Gut, Zeit wütend zu werden. Was leider den Nachteil, dass man nicht mehr viel sieht. Okay. Die Pferde sind echt die schlimmsten, weil die halt sau viel Schaden machen. Ja, und wie gesagt, man sieht halt echt nichts in dem Modus. Das ist ein bisschen unnötig. Hey Boss, you there yet? Getting a bit worried about Jones. Man, it's quiet. Not this quiet. Almost there. Ich hab leider echt noch eine ganze Menge Gegner vor mir.
So. Dann komm. So. Gut, da geht meine ganze Lebensenergie wieder hin. Jo, die waren halt echt so viel Schaden. Unschön, aber gut. Wir haben es geschafft. So viel dann zu, hey, ich bin wieder gut ausgerüstet. So schnell hat sich das wieder geändert. Aber es gibt zum Glück wieder ein bisschen was an Zeug, das wir mitnehmen können. Möchte sich hier noch irgendwas in den Weg stellen? Erstmal nicht viel mehr scheint. Noch irgendwas Tolles hier? Leider nicht. Ah doch, Lebensenergie. So sieht das wieder gut aus. I hope you enjoyed that meal, because it sure as hell is gonna be your last. For some reason, I just don't approve of people eating my friends. Ja, das scheint so. Ja, Key ist halt echt in Bewegung zu bleiben. Problem ist immer, kein Platz hat. Hier ist zum Glück der Fall, dass wir uns gemütlich bewegen können. Na komm. Gut. Just killed? We'll have to call him, tell him some damn alien killed Tom. It'll ask me, what'd you do, Sam? And I'll say, I stuck this beacon right through that bastard alien skull. Do you think that'll make him feel better? Let's find out together. Sam, what's happening? Keep losing your signal. There's too much interference. All beacons are placed and primed. But we have the perimeter. Give us a minute to reach the minimum of safe distance. We are not outside the target area. We got confirmation from the ground. Engage the HARP array. Sir, I'm not sure that's what Stone meant. Sam, please repeat. We're getting a lot of interference. I repeat. We have cleared the perimeter. We can't hesitate. Stone's a soldier. He knows the risks. Sir. Energize. That's an order. Confirmed. We have clearance from General Brand. Engaging HARP. Project Rock and Roll is a go. Oh, crap. Alles klar, das soll es dann auch mal mit der Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.